Sie gelten grundsätzlich als die gute Seele im Handwerksunternehmen. Gemeint sind die mitarbeitenden Ehefrauen. Oft genug kümmern sie sich ums Büro, sind Ansprechpartner für Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen. Aufgaben, die es zu bewältigen gibt, die nicht immer nur Herz erfordern, sondern eben immer mehr das nötige Fachwissen. Und um sich dieses Fachwissen anzueignen und noch ganz andere Herausforderungen zu bewältigen, haben sich die Unternehmerfrauen in Arbeitskreisen organisiert. Und genau das ist Thema der heutigen Ausgabe von HWK-TV. Die Arbeitskreise der Unternehmerfrauen im Handwerk gibt es bereits seit über 2 Jahrzehnten. Rheinland-Pfalz zählt 16 regionale Arbeitskreise, in denen 600 mitarbeitende Ehefrauen, Handwerksunternehmerinnen und Töchter organisiert sind. Ein Zusammenschluss, der sich als Frauenvertretung im Handwerk versteht und sich an dem Motto orientiert: Lebenslanges Lernen sichert unsere Zukunft. Einmal im Monat treffen sich die Unternehmerfrauen zur Weiterbildung und zum Erfahrungsaustausch. Im Mittelpunkt steht dann die Zukunftssicherung der Handwerksbetriebe. Eine ehrenamtliche Aufgabe, in die sich auch Ingrid Kump einbringt. Seit letztem Jahr ist sie Vorsitzende des Arbeitskreises Rhein-Hunsrück, dem zweitgrößten regionalen Zusammenschluss in Rheinland-Pfalz. Seit wir die Firma vor 10 Jahren übernommen haben, hat mich der Arbeitskreis interessiert, denn ich bin ja berufsfremd. Ich bin ja gelernte Hebamme. Habe mir vorgenommen, mich für das mit einzusteigen in die Firma. Und da war es mir ganz wichtig, dass ich durch dieses Fortbildungsangebot einfach auf dem Laufenden bleibe. Dass ich da mich informiere, betriebswirtschaftlich, Änderungen im Steuerrecht, dass ich auch Erfahrungsaustausch nutze, der mir ganz wichtig ist. Und bin seit einem Jahr, habe ich im Vorstand aktiv mitgearbeitet, weil es mir immer mehr Spaß gemacht hat. Und die Frau Pleitz, die den Arbeitskreis 10 Jahre geführt hat, wollte gern mal die Bahn freigeben für neue Wege. Und dann habe ich mich entschlossen und habe gesagt, das ist eine Herausforderung für mich, der stelle ich mich und führe den Arbeitskreis. Das von Ehemann und Handwerksmeister Volker Gumm in der 3. Generation geführte Unternehmen baut Modelle. Diese werden anschließend als Formteile im Maschinenbau für die Produktion beispielsweise in der Automobilfertigung eingesetzt oder wandern als originalgetreues Riesenformat auf Messen. Absolute Präzision und der Hightech-Einsatz sind Anforderungen, denen sich die 14 Mitarbeiter, darunter 3 Lehrlinge, täglich stellen müssen. Hightech-Einsatz, internationale Märkte und sich ständig verändernde Kundenwünsche, das sind auch in der Zimmerei der Familie Adams aus Niederzissen tägliche Herausforderungen, denen man sich stellt. Es geht um die Verwirklichung von Hausträumen, um den Ausbau bestehender Bausubstanz bis hin zur Fertigung ganzer Industriehallen. 50 Mitarbeiter, darunter 4 Handwerksmeister, 3 Ingenieure und 6 Lehrlinge, sorgen für die Umsetzung in dem 1840 gegründeten Unternehmen, in dem Cornelia Adams in der ersten Reihe steht. Wer hier anruft, bekommt es mit ihr zu tun. Ehrenamtlich ist die Unternehmerfrau Vorsitzende des Arbeitskreises Bad Neuenahr-Ahrweiler. Man sagt ja, die Frau oder die Unternehmerfrau ist die Seele des Betriebes und sie hat ja auch in viele Sachen Einblick. Und ich denke, es ist schon sehr wichtig, auch zum Beispiel, ich sitze jetzt auch am Telefon bei uns, also der Erstkontakt mit den Leuten so. Also ich denke schon, dass das eine wichtige Aufgabe ist für die Unternehmerfrau. Wir sind zurzeit 46 Unternehmerfrauen und das sind überwiegend sind das mitarbeitende Ehefrauen und die auch sehr oft in Betriebe einheiraten und aber halt eben keine kaufmännische oder betriebswirtschaftliche Ausbildung haben. Und denen helfen wir mit unseren Seminaren, halt eben diesen Alltag zu bewältigen. Die Herausforderung, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, schließt eine frauenspezifische, modulare Weiterbildung ein. Bei den Terminen wird Rücksicht auf die Planung zwischen Büro und Haushalt genommen, ganz im Sinne der Unternehmerfrauen selbst. Das gilt auch für die Inhalte der Schulungsprogramme, wie Ursula Jachnik als Vorsitzende des Bundesverbandes der Unternehmerfrauen im Handwerk erklärt. Wir treffen uns in den Zeiten, in denen die Frauen ihre Zeit schon gearbeitet haben und sich dann nochmal die restlichen 3-4 Stunden im Monat für ihre Weiterbildung stark machen. Die Weiterbildung ist deswegen wichtig und das haben die Frauen, die jetzt in den Arbeitskreisen sind, bereits erkannt. Sie machen den Rücken stark, sie stärken den Betrieb. Ich empfinde eine gute Zusammenarbeit zwischen Kammern und Arbeitskreisen oder zwischen Kammern und Landesverbänden ausgesprochen wichtig. Nur dann, wenn da die Zusammenarbeit gut funktioniert, kann es zum Wohle der Frauen und zur Weiterbildung und zum gesamten Bildungsstand der Frauen führen. Wir vom Bundesverband sind das Bindeglied zwischen Politik,
Handwerk und den Frauen. Auch im Autohaus der Familie Jachnik sorgt die Chefin seit der Unternehmensgründung 1965 für den reibungslosen Ablauf hinter den Kulissen. Für die engagierte Handwerkerfrau eine besondere Herausforderung, denn nicht immer war es leicht, den Einsatz für die Interessen der Frauen im Handwerk und den für das Unternehmen unter einen Hut zu bringen. Denn in beiden Bereichen haben sich die Anforderungen stark verändert. Und doch würde sie es genauso wieder machen, denn neben der Verpflichtung war auch immer Spaß an der Sache Motivation. Starke Frauen mit starken Auftritten. Wenn Sie sich für das Engagement der Unternehmersfrauen in den Arbeitskreisen interessieren, erhalten Sie auf der unten angegebenen Internetadresse weitere Informationen. Ausführlich berichtet auch die jüngste Ausgabe von Handwerk Spezial, die am letzten Samstag mit der Rheinzeitung erschienen ist, über diese und weitere Themen der Sendung. Somit gebe ich auch schon wieder zurück ins Studio zu meiner Kollegin Sabine Schmidt. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.